Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Star Stabdarino Toblerone. Einen wunderschönen guten Abend euch. Ich hoffe, es geht euch gut. Hallöchen! Aber es geht euch gut. Hi, wer ist da hinter mir? Hallöchen. Hi, Amanda. Amandi, Amando. Ups. Hä? Beatrice, ich hab doch aber Gruppen. Ich hab doch Gruppe, Beatrice. Hallöchen euch, schönen guten Abend. Aber diesmal noch Codes. Einer sollte auf jeden Fall noch kommen. Wahrscheinlich sogar noch ein Star Rider Code. Aber ein Code ist auf jeden Fall noch geplant. Dankeschön, Vanni. Schönen guten Abend euch. Das feiern die Ferien. Wie geil. Ferinos. Ich habe Ferien und spiele Fortnite. Wie geil ist das denn? Pferdekutsche. Ja, sehr geil, Vanni. GZ. GZ-Tomatico. Hallöchen, euch. Dankeschön, Amanda, für die Gruppino. 29 habe ich jetzt. Ich wollte mir nach und nach das Set noch kaufen. Ich guck mal gerade. Oh, die Handschuhe sind... Ich glaube, da nehme ich... Ich nehme, glaube ich, diese Handschuhe. Oder... Moment, welche nehme ich denn? Nehme ich die da? Oder nehme ich... Die da? Die sind echt ganz schön. Nehmen wir die Handschuhe. Ich mache gleich noch so Gruppenrennen. Also keine Panik. Wir machen alles noch. Wo ist Championado? Morland? Perfekt. Also keine Panik. Morgen ist Doppelstar. Hast du das Märzblock gelesen? Ich habe dazu sogar ein Video gemacht, Lina. Dass das Housing kommt. Hi Zoe, I'm fine. It was quite exhausting yesterday, but really nice today. Ist nicht der Pferdekopf in deinem Video mit dem Krebs aufgefallen? Das war der Kopf von meinem Pferd. Mir gar nicht aufgefallen, ehrlich. Ja, die Bots banne ich immer so schnell es geht, aber die kommen halt immer wieder, ne? Das sind halt Bots, da kann ich halt nichts gegen machen, ne? Kartoffel. Das ist das Problem. Gegen die Bots kann ich nichts machen. Die werden den anderen gemeldet und gebannt, aber die kommen halt immer wieder, ne? Gruppe machen wir, wenn dann die Gruppenrennen noch da sind. Also kann ich jetzt gerade schlecht fürs Championat machen. Nein, ich möchte die Dame vor dir, ich möchte dich, Juli. Geh weg, Pferdetrainer, du oller Pferdetrainer da. Hallöchen, ja, schön, dass ihr da seid, alle. Und Dankeschön für übrigens mega viele Likes. Morgen Doppelstag, ich denke, dass morgen Doppelstag kommt. Wie findet ihr nicht die Dr. Krabs hier? Champi, hi, Spotter Dragons und bitte nicht spammen. Bitte spammen sie nicht. Das spammen sie nicht, so bitte, bitte. Warum heute so spät? Because of Clubtreffen. Wir haben heute etwas aufgenommen, das kommt demnächst als Folge. Wir haben heute Hilf mir Pferdemädchen jung verzweifelt aufgenommen. Danke für das Osterei. Genau. Warum machst du vorhin auf Server 16? Weil wir vorhin unser Clubtreffen aufgenommen haben. Wir haben vorhin eine Folge aufgenommen
von Pferdemädchen, jung, pleite, verzweifelt aufgenommen. Ich denke, die Krabbe kommt im Sommer-Event. Ich bin in den Evil Rainbows. Hi, Hobby Horse. Hallöchen. Im April auch wieder Codes. Weiß ich nicht genau. Wenn Star Stable das jetzt durchzieht, wäre natürlich crazy. Hab ich gewartet. Ihr habt schon Randale gemacht. Frech, 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 frech. Zu viel hilft mir geschaut, ja. Dankeschön, Emily. Dankeschön, Bivoli. Bivoli. No. Ein Club, Evil Rainbows. Evil Rainbows. Also ihr bekommt morgen oder übermorgen wahrscheinlich die Folge von Pferdemädchen, Jungpleite, verzweifelt. Der Code, der neue, der Code von heute gibt 30. Ja, ja, das war vorhin waren wir ein bisschen in Eile wegen der Aufnahme, Sanna. Das tut mir leid, weil ich dann nicht so aktiv reagiert hatte. Heute erstmal nicht verstecken, weil ich bin heute so, dass ich erstmal die ganzen Dailies machen will. Caro. Nicht Caro. Nat. Sorry. Der Code von heute heißt, wie ist der Code nochmal? Let's cook. Ein Code kommt auf jeden Fall noch. Was meine Einschätzung... let us cook. Echt, let us cook? Okay, let us cook. Was meine Einschätzung ist, ob noch welche kommen. Boah, ich kann es gar nicht einschätzen gerade. Mir geht es eigentlich heute echt gut. Ich war da sehr erfolgreich. Ich habe eingekauft. Ich finde eine Mischung aus dem Blumen- und dem Lachs-Set toll. Ich finde weder das Blumen-Set noch das Lachs-Set am besten. Ich trage selber ja eine Mischung aus beidem. Ich finde, eine Mischung aus beidem ist das Geilste. Wow, Emma. Richtig bösartig hier. Ja, genau. Ihr könnt die Sabine-Quest nochmal machen, wenn ihr sie schon gemacht habt. Das ist das Geile daran. Gibt es doppelte Erfahrungspunkte. Es waren sogar, glaube ich, 13 Stunden, Michelle. Aber ja, es war doch mega cool. Also der Stream hat doch gestern trotzdem Spaß gemacht. Also ich muss sagen, mir hat der Stream gestern, egal was so lang war, hat er mir mega Spaß gemacht. Ob ich in der Öffentlichkeit oft angesprochen werde? Ja, permanent diese Fotos und alles, das ist sehr anstrengend. Nee, gar nicht, Dina. Nur auf einem ganz kleinen Kaffee kennt mich keine Sau. Doch, hier kennen mich irgendwelche Kids, die haben mich schon mal angesprochen, aber die sehe ich ganz selten. Ja. Was bekommt man, wenn man die Baroness beeindruckt? Dr. Katzischwatz und die Schleife. Wie viele Codes sind noch aktiv? Ich kann dir gerade nicht sagen, wie viele aktiv sind. Ich werde es morgen... Wenn der letzte Code kommt, Niki, werde ich es nochmal austesten, wie viele noch gehen. Hi, Pia. Hallöche, Pia. Also du bekommst diese Katze mit dem Schnurrbart. Die bekommst du dann. Aber dafür muss erstmal die Baroness da sein. Die kommt nicht in Woche 1, die Baroness. Die kommt erst, glaube ich, in Woche 2 oder 3 kommt die erst. Also auch wenn du jetzt schon fertig wirst. Die Katze bekommst du bei der Baroness, ja. Ja, Dr. Katzischmatz, das ist die, ich nenne die einfach so, die heißt nicht so wirklich. Das ist die Katze, wo gibt's diese Krabbe? Du musst zum Fischmarkt in Jorvik gehen, um 10.30 Uhr in der Früh. Dann musst du, nee, Schmarrn, die gibt's noch, die wird's zum Sommer-Event geben. Die gab's kurz zu kaufen im Global Store für, glaube ich, 20 Minuten, dann ist der Server abgeraucht, dann gab's sie nicht mehr. Ja, also die gab's ganz kurz. Aber jetzt gibt's sie aktuell nicht mehr. Machen wir heute Outfits-Bewertung. Ist es schon so weit, dass ihr schon Outfits zusammengebastelt habt? Wollen wir jetzt schon machen oder wollen wir nicht lieber morgen Outfits bewerten? Dass alle noch so ein bisschen Zeit haben, sich ihre Reitsport-Event-Outfits zu basteln. Die Sabine-Quest kommt als Fortsetzung, ja. Da kommt dann das neue Sabine-Rennen, kommt dann. Boah, wisst ihr was? Soll ich euch eine Secret-Info geben von Star Stable höchstpersönlich? Ich hab eine Info bekommen, ich kann die euch geben. Ja, ich denke mal morgen oder sowas dann. Mr. Meow McNow. Wir werden wahrscheinlich eine Entschädigung bekommen für diese 12 Stunden Warten.
Und diese Entschädigung wird wahrscheinlich ein T-Shirt werden. Aber Stark Wars Wochenende, denke ich, kommt am Wochenende. Ja, dann machen wir auch direkt ein Gewinnspiel. Ja, vorhin war ich im Stream, war ich online und alle haben gedacht, dass ich fake bin, weil ich irgendwie... Immer wenn ich irgendwie mal was in den Global Shop reinschreibe, bin ich immer ein Faker von mir selber. Immer. Ja. Was erwarte ich vom Stall-Update? Gar nichts, ehrlich gesagt, weil Niki, im Endeffekt wird Star Stable uns damit für etwas bezahlen lassen, was es derzeit for free gibt. Weil, guck mal, Niki, überleg mal ganz kurz. Star Stable hat nur gesagt, wir bekommen die Möglichkeit, unseren Stall themenbezogen zu machen, bevor wir später irgendwann mal mehr bekommen. Aber themenbezogene Stalls, das haben wir doch jetzt sowieso schon. Wir haben im Winter zugefrorene Stallsachen. Wir haben bei Halloween Halloween-Thema. Also es gibt schon themenbezogene Ställe, nur jetzt werden sie Geld kosten. Also eigentlich bekommen wir das, was wir jetzt schon for free haben, bekommen wir danach für Pay. Also eigentlich ist es gar nicht das Erste zumindest. Diese Themensache wird im Endeffekt... Ich habe im Global Shop... Das habe ich gar nicht. Ja, manchmal. Achso, ja. Das heißt, das Erste, diese Themensachen... Die werden eher unspektakulär werden, glaube ich. Ja. Ich denke, dass morgen Doppel-Star-Coins kommt, ja. Kannst du mich bitte grüßen? Und meine Freundin Candida, dich, also Luan und Candida, die begrüße. Also... sowas wie dieser, Emily, nochmal Dankeschön, also sowas wie diesen Winterstand, den Halloween-Stall, die werden wir uns dann kaufen können. Also jetzt mal im Ernst, ich frage euch mal ganz kurz, wer von euch freut sich auf themenbezogene Stelle? Star Stable meinte, das wollen sie deswegen machen, weil wir 50% unserer Spielzeit im Stall verbringen. SSO, ich bin SSO-Partner und ich informiere mich über viele Sachen auch so. Also ich kriege manche Infos so. Und andere Dinge finde ich einfach raus. Weil ich da viel, sehr viel Zeit drin verbringe. Also ich weiß nicht. Ich bin halt so gut wie nie im Stall, ehrlich gesagt. Ich bin halt nur mal kurz zum Wechsel meiner Pferde im Stall. Aber wann bin ich denn schon mal im Stall? Weiß ich nicht. Also, ey, guck mal. Ich bin im Stream ganz kurz mal im Stall. Und ansonsten nur, wenn ich mein Outfit wechsle... Aber dann bin ich zwar im Stall, aber doch nicht so, dass mich der Stall interessiert. Dann bin ich halt in meinem Shop, also in meinem Schrank bin ich dann drin, ne? Annabelle, liebe Grüße. Und die Ocean Queens, liebe Grüße. Ich und meine Freundin Luan Mystery Love. Habe ich doch gerade gemacht. Candida und Luan Mystery Love. Liebe Grüße euch. Also ich bin halt so gut wie nie im Stall, ne? Also nächstes Jahr scheinen die auch wieder zu kommen, Yoga. Wie meinst du Outfits raten, Paula? Was meinst du mit Outfits raten? Hatte ich gerade gesagt, SSO. Also SSO-Partner bin ich und ich arbeite auch so, dass ich mich sehr viel dafür interessiere und deswegen viel nachforsche. Outfits bewerten machen wir morgen, damit... Das, ja. Also sie haben nicht gesagt, dass die Pferde gehen, Yoga. Und immer wenn sie sagen, dass die Pferde nicht gehen, bleiben sie. Das ist einfach Ausschlussprinzip. Wenn sie sagen, sie gehen nicht, dann sind sie auf jeden Fall nächste Woche nächstes Mal wieder da. Ich denke, dass Doppel Star Coins ist, ja. Da hatte ich vorhin schon gesagt, von den Marken-Outfits finde ich eine Kombination aus beiden Outfits schön. Ja. Liebe Grüße, Mea Dornhall und Jessica Castlewolf und Kaya Colder. Liebe Grüße. Ja, also ich weiß nicht, wenn man mehr in seinem Stall machen könnte, die Clubhalle, wenn man die Clubhalle themenbezogen machen könnte, das würde ich mehr feiern. Clubhalle themenbezogen fände ich wiederum geil, aber doch nicht mein Heimatstall. Also da bin ich wirklich, das ist für mich wie ein, das ist für mich einfach ein großer Schrank. Da stelle ich halt meine Sachen rein und fertig. Das ist...
Ich finde, die alten Charaktere fand ich viel besser, Niki, ja. Nee, also kein Pferd wird vom, zumindest kein Pferd vom Event wird gehen. Die Andalusier Generation 1 werden gehen. Als nächstes im Aprilende. Ah ja, Coda, dich hatte ich doch gerade gegrüßt schon. Und Johanna, Wintergirl und Brooke Shadowmaker. Liebe Grüße. Also ich mag auf jeden Fall, mag ich dieses Pferd hier. Das ist so ein schönes Pferd. Das ist ein so schönes Pferd. Lifetime-Rabatt, also erstmal kommt jetzt Double Star Coins, danach könnte es dann kommen. Werden wir Sortierungsmöglichkeiten haben im Schrank? Hoffe ich. Hoffe ich, Jana. Hoffe ich. Also es soll auf jeden Fall, haben sie jetzt auch beim letzten, das haben die auch jetzt gesagt, dass das Schrank-Update das nächste Ding werden wird. Und ich hoffe, dass sie Sortierungsmöglichkeiten machen. Aber was sie gesagt haben ist, wir werden Outfits speichern können. Sie haben gesagt, es soll Outfits-Speicherung kommen. Das finde ich auch mega gut, dass wir Outfits irgendwie... Ich weiß nicht, wie das passieren soll, aber wir sollen Outfits speichern können. Muss ich im Spiel gucken, Vanni. Hey, Nadine. Prinzessa, es ist halt ein bisschen spät schon, da bin ich gerade nicht. Gerade irgendwie mag ich nicht. Ich wechsle durch jeden Server, Nathalie. Also ich bin auf jedem Server. Ja, ich weiß nicht so. Ich war heute so nach unserem CT, bin halt gerade noch so ein bisschen in der Exhausting-Phase von gestern. Deswegen ist es für mich gerade angenehm, wenn ich so ein bisschen ohne Cam chillen kann. Ist einfach gerade angenehmer. Aber ich mache sie die Tage versprochen wieder an. Und Yoga, Dankeschön. Und Vanni auch Dankeschön. Und Nat auch nochmal Dankeschön. Welche Frage von vorhin, Sanna? Ich weiß die Frage nicht. Kannst du sie please nochmal reinschreiben? Mein Lieblings-Soul Rider-Charakter ist schwierig, weil ich fand früher Alex geil. In letzter Zeit fand ich sie irgendwie ein bisschen weird, von dem, wie er sich für Züge angenommen hat. Derzeit fühle ich die Nachtreiter mehr. Die Pferde nächste Woche kommen, 3 neue Pferde, 2 KWPNs, ein Schecke und eine Schimmelschecke. Und Dankeschön fürs Paper Crane, vielen lieben Dank. Und nach dem Schimmelschecken und zusätzlich kommt dann noch ein Lipizzaner, ein Apfelschimmel-Lipizzaner. Kannst dir doch gerne, wenn du Starcoins magst, kannst du dir doch gerne Doppel Starcoins wünschen. Es ist doch eigentlich keine dumme. Vielen lieben Dank für den Zug, Leonora. Ich danke dir vielmals für die Ostereier, den Zug und den Papierkran. Ich danke dir vielmals. Sorry, ich bin gerade im Rennen, deswegen habe ich es gerade nicht so genau gesehen. Aber generell, also wenn du Geburtstag hast und vorplanst, finde ich das eine sehr weise Entscheidung, was ich als Elternteil auch honorieren würde. Wenn deine Eltern sagen würden, ja, das ist eine gute Idee, dass du mitdenkst und dir etwas wünschst zu einem Zeitpunkt, wo es verbilligt ist. Das ist auf jeden Fall ja eine sehr weise Entscheidung. Also ja, wenn du zu deinem Geburtstag die Starcoins wünschst, dann macht das Sinn, dass du sowas sagst wie, ey, ich habe jetzt Geburtstag und dann bitte zu meinem Geburtstag Starcoins, weil es halt Sinn macht. Ja. Genau. Aussitzen kannst du durch einen Bug, Beth. Das Aussitzen ist bei allen Pferden, die keine Special Gangart haben, Beth. Es sieht aus, als wäre es gewollt, ist es aber nicht. Aussitzen kann jedes Pferd, was eine Special Gangart hat. Also Aussitzen geht sozusagen bei den Pferden, die keine Special Gangart haben. Da musst du einfach eine Special Gangart aktivieren, schau. Aussitzen machst du, indem du einfach Special Gangart aktivierst, siehst du? Also einfach nur, wie wenn du jetzt töten würdest,
Machst du einfach aussitzen. Genau. Ist bestimmt Leonora nochmal vielen lieben Dank. Danke dir. Fabi, wann kommt das blaue Update? Ich denke mal, das kommt in einem der nächsten Updates rein. Ich denke mal, in einem, was kleiner ist. Also eher das nächste Woche, denke ich. Meine Lieblingsnachtreiterin ist zum Beispiel nicht Sabine. Ich finde Katja ziemlich cool. Welchen Ardenner sollst du holen? Nimm doch. Die sehen eigentlich alle ziemlich cute aus, ne? Ah, schwierig. Geh mal. Oh, halt. Ich muss noch mal kurz meine Quest abgeben. Ich finde das EV lässt sich halt zum Beispiel viel, viel geiler steuern als das Cheval. Aber Starcross kommt, denke ich, dieses Wochenende. Ich kann gerade leider keine FAs annehmen, die sind bei mir komplett voll. Ich habe ja diesen Bug gemacht, wodurch ich 300 Freunde annehmen konnte, aber dadurch kann ich jetzt keine mehr annehmen. Ich mache deswegen immer zu besonderen Zeiten, dass ich die Freunde annehme. Okay, komm, wir gehen nach Jorvikstall. Hä? Nutzen wir das einfach mal als gratis Transporter. Das Tiere sammeln und sowas. Ja, die ganzen Aktivitäten kommen noch nächste Woche, ja. Soll ich dein Pferd holen oder das Weiße? Du könntest auch warten, je nachdem, was du halt haben willst, ne? Musst du wissen, was du nehmen willst. Also ich mag das hier sehr gerne und das ist halt auch echt nice reduziert, ne? Ja, die Dressur, die Krabbe hat 350 gekostet. Ja, ich hab's verstanden. Oh mein Gott. Oh Gott, ich habe schon zwei Fehlerpunkte gehabt hier. Ach, scheiße. Diese Dressur. Oh mein Gott. Ja, ich wusste gerade nicht, dass wir da wieder diesen Kringel machen mussten. Ja, die ist auch nicht schwer, wenn man weiß, wie die Streckenführung gerade ist. Kann man immer noch? Moment. Echt? Nee. Hähnchen, ich muss jetzt hier verbeugen. Kann ich gleich machen, Iliana. Tienchen, wie meinst du? Also, bei mir geht's nicht. Oder habe ich irgendwas vergessen, was man machen muss am Anfang? Eine Namensidee für das weiße EVB oder den braunen gescheckten Kalbor. Mein oder ich finde meins besser, Yoga. Man kann danach weiter. Ja, aber ich konnte nicht weiterhalten. Schau mal. Hier, guck mal. Ich reite im Galopp hin. Hier, guck mal. Ich kann nicht weiterlaufen. Guck. Wie bist du denn danach weitergeritten?
Guck, ich muss mich erst verbeugen. Hä? Wie konntest du denn... Du musst auch verbeugen? Ja, ich weiß, aber... Ja, aber der Bug geht doch nicht mehr, Tienchen. Ja, aber es geht ja nicht. Wir wollten ja den Bug machen. Der Bug früher ging ja, dass man einfach durchgeritten ist. Ja, aber wenn ich nach dem Beugen auf Galopp gehe, ist doch... Hä? Es geht doch nicht. Hä, hey, es geht doch nicht. Hi, Sunny. Nee, es ging früher gegen einen Bug, dass du da einfach durchreitest. Man muss durch die Punkte reiten im Galopp. Okay, Moment, wartet mal. Wait a second. Ja, hä, wie soll ich denn im Galopp da durchreiten? Du musst nach dem Verbeugen links lang. Moment. Du musst nach dem Verbeugen links lang. Links lang. Ach so. Aber ich schaffe das doch gar nicht im Galopp. Aber es ist auf jeden Fall nicht so wie letztes Jahr. Aber du kriegst ja die ganze Zeit Fehlerpunkte dafür, oder was meint ihr damit? Also, ich komme da nicht rum. Aber das ist doch nicht... Hä, das geht doch nicht. Hä? Aber der Bug vom letzten Jahr geht doch gar nicht. Die Eventpferde kommen wieder. Ich mach's jetzt normal, aber der Bug geht doch gar nicht mehr. Weil... Oh, Moment. Weil letztes Jahr war das ja anders. Letztes Jahr ging's ja so, dass du gar nichts bekommen hast an Fehlerpunkten. Weil... Bei der vom letzten Jahr war, da bist du durchgeritten... Und da hattest du die ganze Zeit. Okay, ich kenne die Strecke halt noch gar nicht. Ja, letztes Jahr war das deutlich anspruchsvoller. Also dieses Jahr ist ja wirklich... Dieses Jahr kannst du halt echt viele Fehler machen. Und es ist sehr nachsichtig. Also es ist wirklich nachsichtig.
Also letztes Jahr wäre ich da schon dreimal rausgeflogen. Bei dem, was ich jetzt gerade habe, wäre ich dreimal rausgeflogen letztes Jahr schon. Vielleicht kommt deine Haarstelle. Echt, was war das denn? Ich weiß es halt gar nicht mehr, ne? Wenn jetzt deine Haarstelle kommt, natürlich wahrscheinlich raus. Ah, Scheiße! No. Nicht aktiv, Lina. Ah, verdammt. Okay, wir machen das jetzt nochmal. Moment, das kriege ich hin. Okay, also wir müssen beim Kanter danach direkt rüber. Emily, ich danke dir vielmals und Cora auch, dankeschön. Ja, man muss halt die Strecke einmal geritten sein. Also sonst weißt du halt die Stellen nicht. Letztes Jahr war es viel anstrengender. Hoppala. Alleine, dass ich jetzt gerade dafür gar keine Fehlerpunkte bekommen habe, was ich jetzt gerade für Mist gemacht habe. Ja, schaut mal, ich lerne ja die Strecke erstmal jetzt zum ersten Mal. Also ich weiß ja jetzt dadurch die Strecke. Die neuen Pferde kannst du noch nicht kaufen, nee. Okay, das war ein bisschen sehr früh, als ich da runtergegangen bin in den Trab. Ja, ich hätte vielleicht zuerst die Übung. Ach komm, Kacke. Ich denke mal, ich muss geradeaus. Entschuldigung. Das krieg ich hin. Ich krieg das hin. Der Fuchs vom Ladebild auch geben. Der Fuchs vom Ladebild, der ist doch da. Ja, ich weiß, ich kann zuerst üben, aber ich hab hier. Ich bin Profi, ich kann das. Rachel Diamond Sky, liebe Grüße. Ja, also manchmal finde ich auch, dass irgendwie Fehlerpunkte gemacht werden, die sehr undankbar sind. Also hier zum Beispiel habe ich jetzt 10 Fehlerpunkte bekommen, ne? Ich habe gerade 10 Fehlerpunkte bekommen, obwohl da ausgezeichnet stand. Wieso habe ich jetzt gerade für ausgezeichnet? Ja, auch gerade. Hä? Wieso habe ich gerade... Nee, Schmarrn, das sind keine Fehlerpunkte, oder? Hä? Wieso habe ich denn da... Wieso? Ich kann gleich die Krabbe genauer zeigen, ja. Hä, was sind denn diese 20 Punkte? Das ist meine Punktzahl. Ach so, ups. Ups, Entschuldigung. Entschuldigung. Das weiß ich natürlich. Ich war jetzt gerade ein wenig verwirrt hier. Entschuldigung. Ja, ich habe 50 Fehlerpunkte. Warum? Entschuldigung. Ja. Hallöchen, alte Bobcats. Was macht ihr da? Warum sind eigentlich die alten Bobcats da? Jetzt weiß ich es, jetzt muss ich nach links. Nach links, Fabi, nach links. Ich muss nach links. Ausgezeichnet. Und jetzt bitte. Ach, Scheide mit Honig. Ach, Kacke in... Mano. Entschuldigung, ich bin ganz ruhig. Emily, dankeschön. Vielen lieben Dank. Ja, ich weiß, es ist ein Zirkel, aber das weiß ich jetzt. Das habe ich jetzt gerade. Das ist eine Galoppwolte, ja. Ich hab's zu spät gesehen.
Ich hab's zu spät gesehen. Aber es ist bei dir so hell. Ich komme aus Süd-Sri Lanka, bei mir ist eine andere Zeitzone, deswegen. Alle guten Dinge sind 83. Deswegen machen wir das jetzt. Jetzt ist easy. First try. First try. Jeder, der etwas anderes behauptet, hat recht. Ich habe einfach die Zeit runtergestellt. Wo ist Raptor? Der kommt erst in der letzten Woche. Was total doof ist eigentlich. Ich finde richtig dumm, dass Raptor nicht mehr Raptor heißt und in der letzten Woche erst kommt. Ja, die Krabbe steckt im Boden. Das ist so eine Maulwurfskrabbe. Schaut mal da. Seht ihr das? Die Krabbe krabuliert im Boden. Aber ernsthaft, warum stehen da die Bobcats? Die alten Bobcats vor allem. Ne? Warum haben wir keine neuen Bobcats da drin? Das ist doch die Generation 2 oder 1 Bob. Das ist doch die Generation 1er Bobcats, oder? Hä? Erklärt mir mal bitte, warum die Hütte neu gemacht ist, sie aber die alten Bobcats reingesetzt hat. Das sind doch die alten Bobcats, oder? Sind das die alten? Die Krabbe bekommst du aktuell gar nicht mehr. Die kommt erst zum Sommer-Event wieder. So, jetzt. Achtung, jetzt. Zirkel. Schaut euch an, wie der Fabi zirkeln kann. Ich habe es gelernt. Und wo muss ich jetzt lang? Ich weiß es nicht. Ah, ja gut. Habe ich gewusst. Was mit der Krabbe passiert ist, die hat dafür geführt, dass das im Server irgendwie alles abgeraucht ist. Deswegen. First try. Hat gar keine lange Zeit gedauert. Alles war easy. Wer war Raptor nochmal? Das war der Star Stable DJ, der so wunderbar singt. First try. Stell dich mal vor, beim Verbeugen müsste man den Emote selber machen. Und wenn du den Emote verkackst, dann bist du auch gefailed. Wäre das nicht lustig? So, ich habe aus Versehen gewunken. First try. Dankeschön. Danke für alle, die gemerkt haben, dass es First try war. Ja. Auf jeden Fall First Try. So. Ich habe noch zwei Gruppenrennen. Wer möchte in die Gruppe rein? Hier hat jemand Gruppe geschrieben. Dann machen wir auf jeden Fall Gruppe. Hier. Gruppe einladen. Dankeschön. Dankeschön, dass ihr Vertrauen in mich hattet. Ich habe noch irgendeinen Platz hier. Da, Amelie. Gruppe einladen. Ich mache danach eine neue Gruppe nach dem Rennen. So. Wir machen jetzt eine Gruppe und danach lade ich neu ein. Moment, das ist ja gar nicht Gruppe, oder? Ich habe nur ein Gruppenrennen. Sorry, das hier. Liebe Grüße an Mandy Peachart. Diese Krabbe kriegst du aktuell gar nicht. Die war ganz kurz nur da, die Krabbe. Die Krabbe gab es nur ganz kurz zu kaufen. Danach war die weg. Weil die Serveralarm gelegt hat, haben sie die Krabbe rausgenommen. Die haben sie wieder reingemacht, weil sie nicht wegbekommen haben. Hi, Lea. Warum so viele Starcoins-Codes gerade derzeit kommen, das weiß niemand. Vielleicht hat Starstable ein schlechtes Gewissen. Vielleicht möchten sie damit ihre Zahlen verbessern. Man weiß es nicht. Derzeit, man weiß es. Wer hat denn diese Wand dahin gemacht? Die Pferde, wir gehen gleich wieder nach Moorland zu den Pferden. Also keine Panik, sobald wir hier fertig sind, gehen wir nach Moorland zu den Pferden. Oh shit, wir haben nur noch 8 Minuten, dann müssen wir gleich zum Chumpy. Ja, auf jeden Fall First Try. Wir haben nicht durch Zufall. Ach, wir haben doch keine 5 Mal gebraucht oder so. Das war alles. Alles First Try. Hust. Ach, falls ihr übrigens heute mein Video nicht geguckt habt, für alle Leute von euch, die viele Make-up sammeln, Make-up-Maximum ist bei 50. Und wenn ihr 50 Make-ups habt, könnt ihr erstmal nie wieder Make-up kaufen. Also unbedingt achtet darauf, dass ihr euch nicht alle Make-ups kauft.
Ganz wichtig. Sonst könnt ihr euch kein Make-up mehr kaufen. Also kauft euch nicht alle Make-up-Varianten, sondern nur die, die ihr haben wollt. Sonst ist bei euch alles voll. Und dann kriegt ihr keine neuen mehr. Dankeschön an die Gruppe. Ja, Licht ist auch ganz gut eigentlich. So, Licht oder Archäologie, je nachdem, was ihr Bock habt. Es geht gut zum Geld sammeln. Aber wieso nur 50? Weil sie vielleicht nicht daran mitgerechnet haben, dass Leute alle Frisuren haben wollen. Ich weiß nicht, warum 50 Maximum ist, aber ist halt so. Deswegen, für alle von euch, die fleißig Frisuren sammeln, ja, wir müssen schnell zum Champi. Schnell Champi. Bei Frisuren weiß ich nicht, ob es da zählt. Ich habe es nur gemerkt beim Make-up. Beim Make-up habe ich es halt gemerkt, weil mir jemand davon einen Screenshot geschickt hat. Vom Make-up her. Weil ich habe selber nicht so viel Make-up. Das Männliche, was meinst du mit Männliche? Also die Frisuren, es gibt ein paar, die so ein bisschen kürzer sind. Hast du eine Namensidee für das Weiße? Das ist echt schwierig bei mir, Mango. Ich bin da so schlecht und sowas. Ich mache immer so randomized Sachen. Ich mache so lange random, bis mir was gefällt. Ja, ich hab auch nur, glaube ich, 15 oder sowas an Make-up-Sachen. Also Star Rider Code, ich weiß nicht genau, ob noch einer kommt, aber meistens kam am Event einer. Kannst du bitte, oder, ja, da habe ich immer mal wieder angefangen, Bastian, das muss ich nochmal weitermachen mit alle meine Pferde. Genau, Let Us Cook ist der neueste Code. Dankeschön, Beverly, vielen lieben Dank. Also ich bevorzuge derzeit auch ganz klar Licht sammeln. Weil du bei Licht Geld plus Pferde-EP in einem bekommst und es nicht so monoton ist, finde ich. Ich find Licht sammeln da deutlich angenehmer als Archäologie derzeit. Lass sie bei sowas, please kurz fragen. Einfach, because, wenn du halt für andere Leute was reinschicken willst, wäre das nice, wenn du vorher fragst einfach. Also, nicht böse gemeint, aber ist immer so ein bisschen fair, wenn du einfach fragst, ob du für wen anders promoten darfst. Das ist einfach generell so ein Ding, das gehört sich einfach. Das ist jetzt nicht böse gemeint, aber einfach ist ganz angenehm. Ich benutze für die KI Zuno AI.
Tipps zum Licht sammeln. Mach am Anfang, skill am Anfang diese Talente aus, die Lichtanzahl erhöhen. Also bei Runologie skille das Pflanzen dir Licht bringen. Das heißt, da kannst du nämlich auch in der freien Welt Pflanzen nebenbei sammeln und die bringen dir trotzdem Licht. Ich kann jetzt zum Beispiel, guck mal, ich habe jetzt einfach hier ein, zwei Pflanzen eingesammelt und habe dadurch 15 Licht bekommen. Ich finde die Dressur schrecklich, Spix. Ich finde die Dressur schrecklich. Weil ich finde, das ist nicht das, was Dressurclubs wollen. Die Dressur mache ich nur wegen den Marken. Ich finde Star Stable, ich hab vor kurzem mit Rattle geredet, falls ihr sie kennt. Habe ich mit den wildsamen Lichtherstellern zum Verkaufen oder Anpflanzen. Also ich mag das Anpflanzen überhaupt nicht. Ich hasse das Anpflanzen. Also ich nutze die Wildsamen lieber für andere Dinge. Nee, lass die, musst du überhaupt nicht leiden. Das war überhaupt kein böses Wort. Wir haben doch alles ganz normal erklärt. Du kannst auch wirklich, wie gesagt, einfach vorher fragen. Einfach nur, das ist alles, worum ich dich bitte. Wo tut das Licht? Das Licht kannst du für Schillinge verkaufen. Guck mal, ein Licht ist ein Schilling wert. Das ist halt richtig nice. Also ich sag's halt so. Ich habe heute mit Rattle geredet. Rattle ist eine andere YouTuberin, die auch so sehr viel Kritik-Videos macht, auch für andere Spiele. Und die meinte halt auch, Dressur ist gut, aber es ist eigentlich nicht das, was man will im Spiel. Die Dressurclubs wollen nicht, dass man Single-Dressur macht. Sondern Dressurclubs möchten, dass man die Dressur, die wir jetzt schon machen, also diese Roleplay-Dressur, dass wir die besser machen können. Sowas wie zum Beispiel Einhakfunktion. Stellt euch mal vor, eine Einhakfunktion, dass du sagen kannst, du reitest jetzt automatisch so schnell wie dein Vordermann, so eine Einrastefunktion. Dann, dass du deinen Pferden Dressurskills beibringen kannst, dass du eben nicht nur eine Volte kannst als Pferd oder eine Piaffe, sondern jedes Pferd kann Dressurskills lernen. Und dass der Dressurskill auch nicht nur 2 Sekunden gilt, sondern solange du willst. Liebe Grüße, Luan Mystery Love. Liebe Grüße. Oh mein Gott, war das jetzt gerade knapp. Ich habe gerade echt nicht hingeschaut. Wir sind Gruppe 1 von 4. Also ich muss halt ehrlich sagen, ne? Also das EV reitet sich aber so viel besser wie das Cheval. Ich bin jetzt das Cheval, glaube ich, 3 oder 4 Wochen geritten, oder? Keine Ahnung, wie lange. Und das hier ist wie Butter im Gegensatz zum Cheval. Es ist wie Butter. Es ist gar kein Vergleich. Schaut mal hier. Ich schaffe mit dem Pferd auch die Abkürzungen. Mit dem anderen, mit dem Cheval, war ich so... Es hat sich so unangenehm steuern lassen, weil auch der Sprung so weird war. Schaut mal an. Das Pferd springt, wenn es springt, nach vorne. Nicht nach oben wie das Cheval. Also das EV ist um Längen besser als das Cheval. Guck mal an, wenn wir springen nach vorne, nicht nach oben. Das Cheval ist beim Sprung immer nach oben gesprungen. Das Pferd springt immer, das Pferd hat einen Boost für nach vorne springen. Das Cheval hat gar nicht. Also das ist halt das Problem, warum das Cheval definitiv noch Arbeit braucht. Das Pferd, wo es das gibt, hier, das gibt es beim Reitsport-Event. Das ist ein limitiertes englisches Vollblut. Das gibt es nur zum Reitsport-Event. Und es ist sogar reduziert. Es ist 40% reduziert. So billig kriegst du kein anderes englisches Vollblut. Normales englisches Vollblut 850. Das hier 510. Das ist mega Preis. Mega Preis. Die bleiben reduziert forever, Leonie, wie es aussieht. Die bleiben forever reduziert, aber die sind halt nur zum Reitsport-Event da. Die Pferde sind 4 Wochen da. Hi, Lotta.
Wie meinst du denn ausräumen? Ich kann ja nicht meinen ganzen Kleiderschrank ausräumen. Wie schnarrig. Wie soll ich denn meinen Kleiderschrank ausräumen? Das Pferd, da bestellst du das Jorvik Wild Horse. Jorvik Wild Horse. Nein, nein, es ist für immer reduziert, aber es gibt es nur beim Reitsport-Event. Also es wird nur zum Reitsport-Event da sein, aber es ist für immer reduziert, weil die alten Preise halt, die alten Pferde zumindest scheinbar für immer die Pferde verbilligt haben. Wieso gibt es den EVB-Trailer von SSO nicht mehr? Weiß ich, den alten oder was? Ja, die Pferdestylist UI. Übrigens, hütet euch vor dem Pferdestylisten. Ich crashe jedes Mal, wenn ich da reingehe. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber bei mir ist der Pferdestylist sehr anstrengend. Weil, wisst ihr, warum der Pferdestylist zum Beispiel auch sehr anstrengend für euer System ist? Weil währenddessen der Hintergrund weiterläuft. Weil hier im Hintergrund, also bei früher war das so, wenn ihr in den Friseur reingegangen seid, dann habt ihr den Hintergrund nicht mehr gesehen. Also die Leute, die waren, es ist wie beim Global Store, ihr wart wie in eurer eigenen Welt. Beim Pferdestylisten läuft die Welt im Hintergrund weiter. Deswegen kann es sehr leicht crashen, das Spiel. Also macht die Pferdestylist-Sache nicht. Ich räume jetzt nicht meinen Kleiderschrank auf. Da habe ich Besseres im Stream jetzt zu tun, glaube ich, für die Leute auch, als den Pferdestylisten zu machen. Also, ich zeige euch das mal kurz. Hier. Der Hauptunterschied vom Pferdestylisten zum normalen Friseur ist, wenn du hier reingehst, seht ihr das? Dann ist der Hintergrund weiter aktiv. Also ihr seht die Leute zwar nicht, aber die sind immer noch da und die werden immer noch verarbeitet. Das heißt, wenn ihr jetzt zu viel hier drin macht, crasht euer Game. Das Chevalier würde ich nicht empfehlen, nein. Wenn ihr jetzt hier auf die Frisuren geht, kann das immer sein, weil nämlich im Hintergrund immer das Spiel noch weiter läuft. Kann es immer sein, dass hier euer Spiel crasht, weil die Performance von dem Pferdefriseur sehr, sehr schlecht ist. Ich reite ein englisches Vollblut, ein limitiertes, das gibt es hier auf dem Event. Das könnt ihr hier könnt ihr das kaufen, da. Und sogar limitiert und reduziert für 510. Mega gut. Ich denke, es kommt morgen Doppel Star Coins, ja. So, jetzt gehen wir nochmal das letzte Rennen noch im Jorvik-Stall muss ich noch machen. Ja, also ihr solltet also bei mir ist es zumindest so, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber ich vermeide seitdem so ein bisschen den, ich brauche, die Frisuren braucht man ja eh nicht, also es ist ja überflüssig, ne? Alleine, dass diese ganzen Rennen 800 EP geben, ne? Es hat so krass, oder? Einfach 800 EP. Morgen ist ein Server weiter und ich denke, morgen ist Doppel StarCoins, ja. Ey, ich finde, das englische Vollblut lässt sich so angenehm steuern. Im Vergleich zumindest zum Cheval. Kommen noch weitere Outfits zum Reitsportfestival? Ja, das Jeans-Set kommt noch und das weiße Set kommt noch. Das weiße Set ist genauso eigentlich wie das schwarze Set, was derzeit drin ist. Und das Jeans-Set ist halt komplett neu. Ich hoffe, dass noch neue Haustiere kommen. Ansonsten wäre gar kein neues Haustier da. Also ja, es sind drei neue Haustiere da, aber keins für Marken. Es gibt kein Markenhaustier. Es gibt gar kein Markenhaustier. Cheval ist nicht empfehlenswert, habe ich gerade gesagt gehabt schon. Cheval ist nicht empfehlenswert. Wenn man fragen darf, wieso, ja, weil es einen sehr verbuggten Sprung und Animationen hat. Das sieht einfach nicht schön aus und der Sprung ist unfassbar langsam. Das ist zum Rennen nicht geeignet, das sieht einfach schön aus. Amina, danke schön. Das ist wie ein Auto ohne Motor. Ist zum Fahren nicht geeignet, sieht aber schön aus. Komisch, Cora, ja.
Kannst du machen, juckt keinen. Ich mag die Schwarzblenden von SSO nicht so gerne. Ich bin jemand, das tut mir so ein bisschen in den Augen weh. Geht das nur mir so? Gerade wenn viele Schwarzblenden kommen, das tut mir so... Ich finde die sehr hart, die Schwarzblenden. Guck mal, es sind zwei Schwarzblenden direkt nacheinander. Ich finde das ein bisschen unangenehm für die Augen. Oh ja, ich habe die Schatten ausgestellt, sich gerade wegen den Einstellungen vorhin. War das da? Ihr könnt gerne ein Foto machen gleich. Lasst mich kurz bitte das die Quest hier machen. Dann könnt ihr gerne ein Foto machen. Also ich mag das einfach nicht, wenn kurz hintereinander diese zwei Flashes kommen. Also das tut mir ein bisschen in den Augen weh. Immer diese harte Blende, dieses Flash, Flash. Das mag ich nicht. Dieser Doppelflash. Das ist das. Ich weiß nicht. Ich kann nicht sagen, warum. Für mich ist das ein bisschen unangenehm. Ich würde eine weichere Blende machen. Einfach hier. Guck mal. Es ist immer Flash, Flash. Ich finde das ein bisschen zu viel des Guten. Und vor allem so oft in Folge. Es ist immer Flash, Flash. Moment. Warte mal ganz kurz. Was hat die gerade gesagt? Hat die gerade gesagt? Moment. Das muss ich mal ganz kurz nachschauen. Wartet mal kurz. Ich muss das ganz kurz. Wartet mal ganz kurz. Ich muss ganz kurz was nachschauen. Hä? Ist das for real? Ich muss ganz kurz den Stream nachschauen. Werbung. Ich muss ganz kurz was nachlesen. Moment. Ah, okay, nee, sie hat es nicht erwähnt. Alles klar, sie hat es nicht erwähnt. Ich dachte, sie erwähnt vielleicht den neuen Namen von Raptor, weil sie da stand. Ich wollte gerade kurz nachschauen. Ich hatte es leider ein bisschen schnell weitergeklickt, weil ich dachte, das ist vielleicht kein neuer Part, aber es war doch nichts Neues. Okay, das haben wir. So. 29. Okay, ich brauche noch eine Marke. Ich finde die Lippis sehr, sehr schön. Ich finde Lippis sehr, sehr schön. Es gibt halt einfach krass viele Marken, ne? Ja, Sabine Quest kennen wir ja auch schon vom letzten Jahr. Müssen wir auch nicht neu machen, aber wir sollten halt auf jeden Fall gucken. Schnappt ihr die Ballons? Ballons. Tipp, wie man schnell Rufblocker wegbekommt. Da gibt es keine Tipps. Rufblocker kannst du ja... Es gibt ja keine Möglichkeit, Rufblocker zu beschleunigen. Du kannst ja keine Leckerchen oder irgendwas kaufen. Es gibt halt wirklich... Literally gibt es keine Möglichkeit, Ruf schneller zu machen, als durch Rufquests. Also es gibt... es leider muss man ehrlich sagen... Wow. Wie gerade noch höher, du Ballons. Es gibt halt einfach nichts, um Ruf schneller zu bekommen, als Rufquests. Ne? Das hat einfach das Problem. Also es gibt halt einfach keine Möglichkeit, Ruf schneller zu bekommen. Leider, muss man ehrlich sagen. Also es gibt halt, wenn es irgendwie, wenn es ein Item geben würde, was Ruf gibt, egal bei wem, dann das so ein generelles Ruf-Item oder sowas. Aber es gibt halt einfach nichts. Es gibt halt einfach nichts, was Ruf beschleunigt. Also Ruf ist halt leider, muss man ehrlich sagen, nichts, was man beschleunigen kann.
es ist halt, wo sind denn die nervigsten Rufblocker? Fischerdorf, also bei dem Angelquest, Archäologie. Ich glaube, Angelquest und Archäologie sind mit die nervigsten, Rufblocker. Also das zieht sich einfach so lange. Archäologie und Angeln ist so lange gewesen. Es ist crazy, wie lange das gewesen ist. Den Rest von der Quest machen wir dann beim nächsten Mal weiter. Ich habe jetzt auch nicht Lust, das Ganze am Stück nochmal zu machen. Ich will es ja nur bis zum nächsten Mal durchmachen. Warum hat mein Live eine Warnung bekommen? Weil TikTok ein Hater ist. Weil TikTok immer sagt, ich bin ein Roboter. Keine Ahnung warum. Ich habe keine Ahnung. TikTok ist da einfach sehr cringe. Ja. Weil ich urplötzlich laut TikTok ein Roboter geworden bin. Hilfe, ich hänge fest. Moment, was? Ich darf da einfach nur nicht durchreiten, weil obwohl wir die Quest fertig haben, okay. Bekommen wir da jetzt nochmal die Sabine-Sachen, das Outfit? Lol. Ja, lol. Ja, das war ja Woche, das war ja Reitsport Event 1, die Quest bis hierhin. Das war ja Reitsport Event 1. Hast du mitbekommen, dass HRT beim Mining nun ein Anti-Cheat hat? Nee, gar nicht. Echt jetzt? Lol. Nach 10 Jahren das erste Mal, dass HRT ein Anti-Cheat reinbringt. War, ist mega nötig gewesen, aber es ist halt viel zu spät, meiner Meinung nach, als Teenchen. So, die Quest machen wir beim nächsten Mal dann eher weiter. Ja. Die Haflinger bleiben jetzt forever in Vorpinter. So, jetzt können wir nochmal zurückgehen und nochmal einen Teil kaufen. Ich glaube, Starquest kommt morgen vermutlich. Die Schuhe, ich denke mal, die kommen dann mit der letzten Teil der Quest rein, Sina. Mit dem Teil, was dann in Woche 3 kommt, glaube ich. Nee, Woche 2, glaube ich, kam das doch, oder? Woche 2 oder 3. So, also, wir kaufen uns jetzt Hose. Hose. Wie sagt man eigentlich diese Animation, als wäre das Pferd magisch? Hä? Dann haben wir meinen Rucksack nicht aufrufen. Hä? Mein Rucksack geht nicht auf. Toll. So. Es wird das Set so. Ich mag das in der Kombination sehr gerne, wenn man so ein bisschen die Sets miteinander kombiniert. Das neue Veildale, schrecklich. Weil es meiner Meinung nach völlig komisch zusammengestellt ist. Also, ich finde einfach, das Konzept vom alten Veildale sieht man einfach nicht mehr wieder. Ich finde immer, was da ist, Kim übrigens und Amina, ich danke euch vielmals für die Rosen. Ich finde einfach, Star Saber hat es noch nie geschafft, bei einem Update dafür zu sorgen, dass wir das Alte verlieren. Also, dass wir das Alte nicht verlieren. Ich gucke einfach, was ich meine ist. Schaut euch Hollowoods an. Schaut euch Silverglade an. Schaut euch alles an, was Star Saber geupdatet hat. Alles, was sie neu reingebracht haben, sieht nicht schlecht aus. Aber dadurch ist immer etwas anderes gegangen. Das mag ich einfach immer nicht. Kann man das verstehen? Überlegt euch mal. Wenn ihr zum Beispiel... Ihr habt einen Futternapf und einen Wassereimer. Wenn der Wassereimer jetzt geupdatet wird zu Licht, verliert ihr dadurch den Wassereimer. Aber ihr möchtet euren Wassereimer behalten und einfach Licht dazu haben. Also warum nicht einfach sagen,
Wir updaten ein Gebiet nur so, dass es immer noch dasselbe Gebiet ist, aber einfach die Grafik aufgewertet ist. Also warum brauchte Hollowoods zum Beispiel, warum brauchte Hollowoods einen riesigen Fluss, der hier durchgeht und einen Wasserfall? Warum konnte man Hollowoods nicht so lassen, wie es war und hat dieses sumpfähnliche Gebiet irgendwo hierhin gemacht, als neues Gebiet? Also warum muss immer für etwas Neues etwas Altes gehen? Das mag ich nicht. Ich mag es einfach nicht, dass bei allem Neuen, auch hier, Silverglade, ich habe das alte Silverglade mit seiner Mauer, über die man rumklettern konnte, habe ich geliebt. Ich habe das alte Silverglade, wie es war, richtig geil gefunden. Und jetzt, das neue Silverglade. Es sieht optisch, grafisch besser aus, aber es gibt bei weitem mir nicht mehr diesen geilen Kick wie das alte Silverglade. Es gibt mir nicht mehr den Kick vom alten Silverglade. Und deswegen, wenn das neue Silverglade als neue Stadt irgendwo gewesen wäre, hätte ich gesagt, yay, 1. So sage ich, warum hast du Silverglade getötet, neues Silverglade? Ja. Ich finde, es sieht gut aus, aber es hat Silverglade getötet. Das ist meine Meinung halt. Und das ist halt das Ding, was ich halt nicht mag. Ja. Ja, danke schön, Pia. Vielen lieben Dank, Beverly auch. Also ich hätte einfach... Ich mag das halt nicht... Genau, dasselbe wie bei Raptor. Warum müssen sie Raptor erneuern und ihn dann nicht mehr Raptor nennen? Wieso muss Raptor jetzt Gustav heißen? Also das ist nur ein Beispiel. Ne? Ja, also... nennt mir einen guten Grund, dass Raptor nicht mehr Raptor heißt. Why? Why? Er singt Songs, die sagen... to the Raptor. Oder er singt Songs, dass er Raptor heißt. Und jetzt singt er Songs, dass er Raptor heißt, ohne Raptor zu heißen. Why? Es ist... Ja, genau. Silverglade ist einfach keine Stadt mehr. Das ist so ein Haufen. Silverglade hat einfach gar keine Struktur mehr. Und ich kann leider mein Inventar nicht aufmachen und alles. Mandy, ich muss auf deine Witze reagieren. Was hat denn wieder die rückwärts fliegt? Moose, Moose, Moose. Ha, 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 ha. Lachroboter. Ha, ha, ha. Deine Katze hat bei Gustav reagiert. Ist richtig so. Die muss sich auch dran gewöhnen. Aber ich kann einfach keine Tasten mehr drücken. Nee, also ich sage, alles, was Star Stable neu reingemacht hat, sieht schön aus. Es sieht einfach schön aus, ist aber für mich kein... Es hat immer irgendetwas anderes kaputt gemacht und das mag ich halt nicht. Ich will halt nicht, dass jedes Mal, dass wenn etwas Neues reinkommt, etwas Altes dafür sterben muss. Das mag ich halt nicht. Du hast gerade gedacht, mein Charakter ist Nacht. Ja, ist richtig so. Aber sag's keinem bitte, Eddie. Das darfst du nicht verraten. Das ist echt. Ich hoffe, dass noch ein Star Rider Code kommt. Ich hoffe, dass noch einer kommt. Also, ich sag's, wie es ist. Ich hätte das Charakter-Update und alle Gebiete, die Star Stable geupdatet hat, immer von der Optik her, vom Stil her so gelassen und einfach mehr Polygone reingemacht. Mehr Polygone heißt, die Grafik sieht besser aus, es sind mehr Details drin, es ist nicht so verwaschen. Das hochauflösendere Grafik, einfach eine HD-Variante von dem alten Look, das wäre mein Favorite gewesen. Das hätte ich geliebt. Ja. Snoop Dogg hatte sich zwischenzeitlich... Ja, schrecklich, Tienchen. Ich denke, auf jeden Fall kommt noch ein Star Rider Code, ja. Wie bekommt man, was bekommt man, wenn man die Baroness beeindruckt hast? Du kommst Lord Katzischmatz und die Schleife. Aber erst in Woche 2 oder 3, glaube ich, wenn die Baroness zurückkommt. Die kommt erst zurück später. Ponychub, mein EV ist kein Pony. Deswegen, nee. Also ich mache es dann nicht. Genau. Genau. Du kannst jetzt schon bei ihr die Sache auf 40 machen. Wir machen morgen Outfit-Bewertung. Bereitet eure Outfits vor. Wir machen morgen Outfit-Bewertung. Und also morgen auf jeden Fall Outfit-Bewertung. Dann habt ihr auch die Möglichkeit, bis dahin noch ein bisschen Sachen zu sammeln. Liebe Grüße, Emily Ravens. See.
Fabi, wurden nicht schon manche Outfits von der Qualität? Ja, ja, genau. Outfits. Outfit hat Star Stable richtig geupdatet. Bei Outfits hat Star Stable immer ganz klar das Richtige gemacht. Bei Outfit hat Star Stable die Polygonanzahl erhöht. Genau das habe ich mir auch gewünscht. Und zum Beispiel, bei Star Stable hat bei manchen der Legacy Mains. Star Stable hat manche der Legacy Mains. Legacy Mains sind die Mänen, die auf allen Pferden immer reinkommen. Das sind die Mänen, die Classic Mains. Die hat Star Stable auch geupdatet mit mehr Polygonen. Dieses Update mit den mehr Polygonen, das hätte ich mir gewünscht für die Charaktere. Dass sie es nicht neu entwickeln, sondern dass sie den alten Stil aufwerten. Das hätte ich gefeiert. Das wäre mein Favorite gewesen, ja. Das hätte ich gefeiert. Genau. Nee, heute seht's mir nach. Ich möchte heute noch ein bisschen was an dem Video für morgen arbeiten, weil wir haben ja heute eine Pseudo-Hilf-mir-Folge aufgenommen. Deswegen, also morgen machen wir gerne auf, wir bewerten auch gerne morgen ein bisschen länger. Aber heute, please, also heute ist jetzt auch schon 23:30. Deswegen, also heute, please, nicht, nee. Ich probiere die Codes morgen selber nochmal aus, dann Rookie, aber danke für die Info. Ich sag danke fürs Zuschauen. Liebe Grüße an Catherine Grassforce noch. Dankeschön fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Macht's gut, haut rein, gute Nacht und bis morgen. Ciao, ciao. Danke fürs Liken, danke fürs Folgen. Ich danke euch vielmals. Nachti, ciao, ciao.